Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Liebe Zuschauer, ich begrüße sehr herzlich heute wieder zur Motivation Gesundheit. Ja, heute stehen die Zähne im Mittelpunkt und im Zentrum. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, in München gibt es über 1000 Zahnärzte und natürlich auch die Praxen. Heute bin ich gleich in unmittelbarer Nähe vom Marienplatz in einer Zahnarztpraxis. Dort stehen die Zähne im Mittelpunkt. Also bitte kommen Sie mit. Ja, ich sagte schon, es gibt über 1000 Praxen für Zahnärzte in München, aber heute sind wir in einer sehr guten Praxis und ich sage gerne, ich kenne die Praxis seit vielen, vielen Jahren und kenne natürlich auch Frau Ott. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass wir mal ein bisschen ratschen über die Zahnheilkunde. Genau. Sie sind ja wirklich eine Dame, die das wirklich von der Pike auf, kann man sagen, ganz weit nach vorne gebracht hat. Heute sind wir jetzt hier im Zentrum. Wie heißt es genau? Zähne im Zentrum. Und okay. Das ist natürlich zweideutig, weil für uns die Zähne absolut im Zentrum sind. Sprich, die Patienten mit ihren Zähnen. Und wir sind im Zentrum von München, wie Sie schon erwähnt haben. Und da gefällt uns der Name natürlich super, weil er so zweideutig ist. Wie ist der Name zustande gekommen? Wir haben Ideen gesammelt. Ideen gesammelt im Team und die Ärzte haben, jeder hat seinen Beitrag geleistet und dann ist gewotet worden. Was ist das Beste? Und das fanden wir halt, die Zweideutigkeit halt sehr gut an der ganzen Geschichte. Was macht denn eine gesunde Zahnheilkunde so gut? Ich würde sagen, erst der Umgang mit dem Patienten. Denn man darf nicht vergessen, Zahnheilkunde ist ja ein Bereich, wo die Patienten sehr viel Angst haben. Und wenn die Patienten dann irgendwann, wir es schaffen, dass die gerne zum Zahnarzt kommen, wie wirklich die meisten unseren Patienten, dann haben wir da schon das meiste geschafft. Mhm. Und gute Zahnheilkunde ist gute Zusammenarbeit mit Patienten, auf den Patienten eingehen, auf seine Wünsche eingehen und trotzdem nicht vergessen, dass es eine Gesundheitsform ist, die Zahnheilkunde. Und das wirklich das A und O, das Heilen ist, und zwar im zahnmedizinischen Bereich. Auch wenn man reinkommt, die beiden Damen hier lachen einen an, strahlen einen an, da merkt man schon, also der Angstlevel geht runter. So sollte es sein. Und auch wenn mal eine dicke Backe vorkommt, dann ruft die Frau Ott an oder eben auch ihre Zahnärzte oder Zahnärztin oder die Frau Dr. Sondermeier selber und sagt, wie geht's Ihnen heute? Genau. Also der Mensch steht im Mittelpunkt. Ja. Definitiv, so sollte es sein. Wie gesagt, die Patienten sind das A und O für uns. Eine gute Zusammenarbeit, ein Verständnis für die Patienten. Die Patienten dürfen uns auch alles sagen. Auch umgekehrt, sie haben Vertrauen zu uns und das gegenseitige Vertrauen soll definitiv bestehen bleiben. Jetzt ist es ja so, manchmal hat man ja auch ein bisschen mit seiner Krankenkasse Nachfragen. Da seid ihr ja auch gut, dass ihr auch dem Patienten mal Unterstützung gebt. Wenn die Krankenkassen nachfragen, wie war das? Ja. Und das ist ja auch, glaube ich, Ihr Spezialgebiet. Ja, das ist es tatsächlich. Und zwar geht es ja darum, dass ein Patient Laie ist in dem Bereich, was Versicherungen betrifft, sowohl die gesetzlichen als auch die privaten Krankenkassen. Ich wiederhole das gerne, dass eine Versicherung für einen Patienten eine Sicherheit bedeutet und der dann sehr unsicher ist.
und eben dieses Gespräch mit den Versicherungen oder der Patient kommt und sagt, ich verstehe das gar nicht, Sie haben mir den Kostenplan geschickt, die Versicherung sagt das, was ist es, machen wir natürlich gerne. Patient an die Hand nehmen und ihm das verständlich erklären, was ist es eigentlich, was wollen wir, was tun wir. Jetzt erstmal vielen Dank, dass wir heute drehen dürfen hier. Normalerweise ist ja hier, geht's ja zu wie im Taubenschlag. Genau. Aber Sie haben es geschafft, dass wir einfach auch mal die Praxis uns anschauen dürfen. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also hier sind die Behandlungszimmer. Hier sind die Behandlungszimmer. Das ist eines der Zimmer, wo wir konservative Behandlungen machen, sprich Füllungen oder Präparationen für Kronen. Das heißt auch Zahnersatz dann. Wir haben das zweite Zimmer, das ist das Behandlungszimmer von der Frau Dr. Sondermeier, weil das ein Zimmer mit Mikroskop ist für die Wurzelbehandlungen, also nicht nur mit der Lupe, sondern es wird unter Mikroskop behandelt. Das gehört natürlich dazu, das ist die Hauptbehandlungsinstrumentation für die Frau Dr. Sondermeier. Dann haben wir mehr oder weniger die gleichen Zimmer für alle Behandler. Ja. Hier haben wir ein Röntgensystem. Was ja ganz wichtig ist, wenn man schnelle Röntgenaufnahmen braucht. Auch Panorama, also eines 360 Grad. Digitale Volumentomographie haben wir mittlerweile in der Praxis. Das ist auch ein normales Behandlungszimmer, wo alles stattfindet, auch die Chirurgie. Mhm. Wenn wir Chirurgie haben, sehen die Zimmer natürlich anders aus, weil die komplett abgedeckt und abgeklebt sind, um steril zu sein. Das ist ja, da werden wir später mal Herrn Dr. Hinz dazu befragen. Das ist ja auch ein Spezialgebiet, dass Sie wirklich sagen, wir haben einmal so das konservative Gebiet und dann natürlich einen richtigen Chirurgen, der international unterwegs ist. Ganz genau. Das ist also, glaube ich, wichtig. Ja. Und da haben wir weitere Behandlungszimmer. Mhm. Wir haben versucht und es ist uns ziemlich gut gelungen, dass so jeder Zahnarzt sich ein bisschen spezialisieren kann auf Ästhetik, auf konservative Zahnheilkunde, auf Kiefergelenkspezialisierung und diese Sachen. Das ist schön, dass wir das vereinen können und das den Patienten rüberbringen. Implantologie, Chirurgie, Implantologie, Zahnersatz. Genau. Da hinten ist noch ein Behandlungszimmer und unser Besprechungsplatz, ein kleines Labor. Ja. Sie haben aber auch noch ein externes Zahnlabor in unmittelbarer Nähe. Wir haben in der Nähe unser Zahnlabor, mit dem wir zusammenarbeiten, wo die Keramikarbeiten, es sind zu 80% Keramikarbeiten angefertigt werden. Ganz genau. Da haben wir den Dentalhygienebereich. Was ja ganz wichtig ist. Da haben wir drei Dentalhygiene, also Kolleginnen, die in der Dentalhygiene arbeiten. Da ist eine, ist gerade noch am Arbeiten. Und da hinten haben wir noch das Büro, wo die Zahnärzte ihre Behandlungen vorbereiten, Röntgenbilder anschauen können und so weiter. Sie selbst kamen ja auch aus der Dentalhygiene. Sie haben das ja auch selbst alles. Ich habe 17 Jahre lang Dentalhygiene selber am Stuhl gemacht, Was ist denn jetzt so wichtig für das ganze Praxismanagement? Es ist ja auch wichtig, also die ganze Logistik. Also Sie haben ja auch wirklich internationale Patienten, die zum Teil aus USA oder aus der ganzen Welt kommen, dass man genau sagt, das klappt oder manchmal ist ein Flug ein bisschen später oder das braucht eine unglaubliche Logistik. Das braucht eine Logistik und es braucht natürlich dann auch dementsprechend Mitarbeiter, die mitziehen. Ja. Dass ich sage, heute weiß ich, dass ein Patient aus dem Ausland kommt, die Termine sind natürlich im Voraus koordiniert, da helfen die Kolleginnen an der Rezeption super mit und wissen das auch. Und wir wissen dann auch im Voraus, wenn so ein Patient aus dem Ausland kommt, wie Sie sagen, Flug kann Verspätung haben, dann stellen wir uns darauf ein und sagen, okay, wir vernachlässigen niemand, es ist der nächste Patient kommt dran und wenn der Patient kommt, dann hängen wir es halt im Notfall hinten an. Also Logistik ist A und O, das stimmt. Jetzt ist es ja auch wichtig, dass man gerade in der Zahnmedizin, Zahnheilkunde immer an der Spitze sich bewegt. Also wie wichtig ist auch in dieser Praxis hier im Zentrum für Zähne, wie wichtig ist da auch die Weiterbildung? Die Weiterbildung, ohne Weiterbildung geht gar nichts. Ich saß gerade gestern Abend und habe ein Webinar mitgemacht von 7 bis 9 und das gilt auch für die Zahnärzte. Ja. Wir haben einen Chirurg mit einem extremen Potenzial, war schon immer so, immer haben die Ärzte sich in dieser Praxis fortgebildet. Frau Dr. Sondermeier kommt gerade von einer ganz brühwarm am Wochenende und kam sie erst zurück von einem Endokongress. Also es ist so, dass die Ärzte sich einfach fortbilden müssen, sonst kannst du nicht auf dem Level weitermachen, auf dem du bist.
jetzt ist es auch so, die Freundlichkeit in Ihrer Praxis, die fällt auf. Ja, also dass man wirklich das Gefühl hat, also hier wird einem geholfen oder man geht manchmal dann später schöner raus, wie man reingekommen ist. Das ist das eine. Das andere natürlich auch die Menschlichkeit, dass man, Sie haben ja auch sehr viele Münchner Patienten, die auch bekannt sind oder was immer. Auch die Diskretion ist wichtig. Ja, das ist auf alle Fälle, das ist sehr, sehr wichtig. Die Freundlichkeit, glaube ich, rührt daher, dass die Freude am Beruf das ausmacht, dass wir alle gerne tun, was wir tun, das den Patienten mitteilen und dieses Auffangen von den Menschen. Diskretion ist zu 100% wichtig. Die Patienten vertrauen uns und dieses Vertrauen sollte man nicht missbrauchen. Und wenn man da das Vertrauen hat, wie auch von Ihnen, dann weiß man, dass man gut aufgehoben ist. Der Patient fühlt sich umgekehrt gut aufgehoben. Also da haben wir, glaube ich, keine Probleme. Und es ist ja so, wenn man wirklich einen guten Zahnarzt hat, das ist ja wie eine Goldmine, ja. Wissen Sie das Wort? Weil wir leben alle, dank der modernen Medizin, dürfen wir alle länger leben. Ja. Und die Zähne machen manchmal nicht so mit. Genau. Und da gibt es natürlich dann einfach mal die Wurzelbehandlung. Weil jeder verlorene Zahn ist ja irgendwie ein Stück Leben, das man verliert. Ja. Und ich denke, da ist es schon auch wichtig, das Gefühl zu haben, Vertrauen zu seinem Zahnarzt oder umgekehrt zum Patienten. Ja. Da müssen beide zusammenhalten. Da müssen sie zusammenhalten und auch deswegen, weil man darf nicht vergessen oder ab und zu sollte man sich in die Situation des Patienten versetzen, denn wir arbeiten im Kopf quasi. Ja. Wir arbeiten innen drin und in einem Bereich, da dürfen wir nicht ran, nur wenn der Patient es tatsächlich erlaubt. Ja. Und wie Sie sagen, wenn ich denke zu meinen Anfangszeiten in der Zahnmedizin, da haben wir noch sehr, sehr viel herausnehmbaren Zahnersatz gemacht. Machen wir in der Praxis kaum. Also wir versuchen wirklich dem Patienten das zu bieten, was er sich wünscht, und zwar festsitzenden Zahnersatz, festsitzende Zähne ein Leben lang. Und das bietet uns der Standard der neuen Zahnmedizin. Und deswegen sind Fortbildungen auch so wichtig, weil man kann nur dem Patienten das bieten, wenn man auch weiß, wie man das bieten kann. Und Zähne, das ist ja also wie Hände. Man schaut den Menschen ins Gesicht. Und vor allem, wenn man eben das Gefühl hat, die Zähne sind gesund, ist auch ein Teil des Selbstbewusstseins, was da wächst. Ja. Das schöne Lächeln, das natürliche Lächeln, das Bleichen der Zähne ist immer mehr im Kommen, weil man sieht es auch, man hat die Vorlagen von den Medien, jeder will schön sein, jeder will weiße Zähne haben und deswegen sollte man das immer bieten. Und auch in der Zeit der Pandemie haben viele Menschen gesehen, weil sie Videokonferenzen gemacht haben, ich muss was machen. Das ist jetzt mal ein Zuwachs wahrscheinlich auch an Patienten. Ja, das stimmt tatsächlich. Es kam ein anderes Bewusstsein ein bisschen. Wir hatten vielleicht durch die Pandemie natürlich auch ein bisschen eine Distanz oder ein größeres Misstrauen, würde ich es nicht nennen, aber die Angst, weil wir arbeiten ja doch sehr, sehr nahe am Patienten. Und dann am Patienten zu sagen, Sie müssen keine Angst haben, von mir geht nichts aus oder von uns als Zahnarztpraxis. Da mit unserem Hygienekonzept musste man das auch aufzeigen. Aber in der Zeit haben wir auch gemerkt, wo Patienten sagen, boah, ich hatte eine Telefonkonferenz oder eine Videokonferenz und da stimmt was nicht, jetzt müssen Sie mir helfen. Ja, wunderbar. Frau Ott, jetzt bringen Sie mich doch mal zur Frau Dr. Sondermeier. Mache ich von Herzen. Ich freue mich schon drauf. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Frau Dr. Sondermeier, schön. Sie merken, ich habe keine Angst. Da freue ich mich drüber. Genau. Das ist sehr angenehm, wenn der Patient auf dem Stuhl schon sitzt und keine Angst hat. Nee, ich freue mich, weil, wie gesagt, Sie sind ja nicht nur eine fantastische Zahnärztin, sondern Sie verstehen auch was von Menschen. Und das ist ja auch wichtig, weil viele Patienten oder Patientinnen kommen und haben irgendwie Schmerzen oder wollen sich irgendwie kosmetisch verbessern mit den Zähnen. Aber wie schätzen Sie denn den Zahnbefund der Münchnerinnen und Münchner ein? Also hier in München haben wir tatsächlich einen sehr, sehr hohen Standard. Man merkt, dass den Patienten, den Leuten die Zähne sehr wichtig sind, dass das äußere Erscheinungsbild wirklich maßgeblich von Zähnen geprägt wird. Dementsprechend ist natürlich der Wunsch nach schönen Zähnen da, der Wille auch in Zähne zu investieren, aber natürlich für uns auch der Erfolgsdruck oder der Anspruch, was ja durchaus was Positives ist wirklich sehr hoch. Das kann Für und Wider haben.
Insgesamt macht es natürlich den Arbeitsbereich sehr viel anspruchsvoller und sehr viel schöner, als man das jetzt vielleicht irgendwo auf einer Wald- und Wiesenpraxis hat, wo das täglich Brot jetzt eher Schmerzbehandlung ist. Also das ist schon wirklich sehr angenehm in München. Jetzt ist es so, man kann ja sagen, die Zahnmedizin entwickelt sich unglaublich. Unglaublich, ja. Also mit Meilensteinen und wirklich super schnell. Es gibt im Grunde zwei Bereiche in der Medizin, einmal die Kardiologie und einmal eben die Zahnmedizin. Also da gibt es unglaubliche Entwicklungen. Jetzt Ihre Praxis hat ja ein hohes Niveau. Ja, da gehe ich von aus und da sind wir stolz drauf. Ich weiß das auch. So, aber jetzt, Sie bilden sich ja auch ständig fort. Ja. Ja. Wo steht denn so die Zahnmedizin derzeit? Also die Zahnmedizin steht so ein bisschen insofern im Wandel, als dass ganz viele Bereiche wirklich perfekt inzwischen oder fast perfekt behandelt werden können. Und was eine ganz große Sache ist, ist die Stammzellforschung. Also es gibt jetzt inzwischen schon Knochen, den man züchten kann, den man labormäßig praktisch abgestimmt auf den Patienten, auf den Defekt beispielsweise der Implantologie herstellen kann bei großen Defekten, aber auch in meinem Bereich, ich bin ja Spezialistin für Wurzelkanalbehandlung in der Endodontie, tut sich ganz viel. Man kann inzwischen jugendliche Zähne behandeln, so dass die noch weiter wachsen. Jetzt mal so salopp gesagt, dass im Prinzip die Pulpa, also der Zahnnerv, nicht komplett entfernt werden muss, sondern dass so behandelt wird, dass die jungen Patienten schmerzfrei sind und eben aber das Zahnwachstum nicht beeinflusst wird. Da ist ganz viel am Werden. Und für die nächsten Jahre irgendwann wird es sicherlich kommen, dass man eben regenerativ sehr viel mehr machen kann als jetzt. Und vielleicht sogar irgendwann Zähne, das kann ich jetzt noch nicht so sagen, aber vielleicht kann man auch irgendwann Zähne neu züchten außerhalb des Mundes und transplantieren. Wenngleich man eben immer überlegen muss, die Implantologie, das andere wichtige Gebiet, wo sich auch ganz viel getan hat, ist inzwischen so ausgereift, dass man die Leute sehr, sehr gut mit eben Implantaten versorgen kann, dauerhaft. Ich sagte schon bei Frau Ott, man hat das Gefühl, in Ihrer Praxis ist der Mensch im Mittelpunkt. Ja, das ist unser Vorsatz und unser Wunsch, dass die Patienten das so empfinden. Und ich denke, das kriegen wir eigentlich auch wirklich gut hin. Jetzt jeder gerettete Zahn, also da ist natürlich die Wurzelbehandlung ist etwas ganz Wichtiges. Da braucht man ja diese feinfühligen Hände. Wie wurden Sie denn Zahnärztin? Also Sie haben ja eine unglaubliche Vita. Sie waren ja auch in großen Missionen unterwegs, wo Sie in Drittländern Menschen geholfen haben. Aber wie kamen Sie auf die Zahnmedizin? Also ich bin eigentlich mehr oder weniger durch Zufall, will ich sagen, aber ich bin von der Medizin abgekommen. Ich habe ja Krankenschwester gelernt nach meinem Abitur, weil ich auch nicht gleich einen Studienplatz bekommen habe. Ich komme aus der ehemaligen DDR, da war das ja sehr streng. Aus Berlin kommen Sie, ja? Aus Berlin, gebürtige Berlinerin, und da war das ja sehr streng reglementiert. Und es gab im Prinzip wenig Wege, die zur Medizin noch führen. Einer war, dass man eine Ausbildung macht. Die habe ich gemacht, also eine Krankenschwesternausbildung, habe die abgeschlossen und habe aber in dieser Ausbildung wirklich gemerkt, dass die Medizin die war sehr hierarchisch, viele, viele schlimme Schicksale, viele Patienten, die sterben, wo man wenig machen kann. Und die Zahnmedizin ist da so der tolle, goldene Mittelweg für mich, den Menschen zu helfen, eben auch im ästhetischen Bereich viel zu machen. Aber trotz alledem wird man nicht jeden Tag mit ganz viel Not und Elend konfrontiert, wie das eben in vielen Bereichen der Medizin so ist. Ja, und dann habe ich umgesattelt und habe dann nach der Ausbildung Studienplatz dann auch bekommen und bin sehr glücklich, dass es die Zahnmedizin geworden ist. Schön, schön. Jetzt, wie ist denn so das Behandlungsspektrum Ihrer Praxis? Was decken Sie alles ab? Also wir decken alles ab, außer jetzt invasive Kinderzahnheilkunde. Kinder, die eben klein sind und schon viele Defekte haben, wo im Prinzip immer zu befürchten ist, dass eine Behandlung jetzt ein traumatisches Erlebnis ist. Die sind halt in der Kinderzahnarztpraxis besser aufgehoben, wo man die Möglichkeit hat, mit einer Lachgassedierung die Kinder zu beruhigen, oder das Equipment ist einfach anders, Personal ist fortgebildet. Und schwere kieferorthopädische Fälle machen wir auch nicht. Also seit jetzt diese, das nennt sich Beauty-Schienen oder Invisalign-Therapie mit so unsichtbaren
belastbaren Schienen rausgekommen ist, kann man damit auch gut leichte Fälle behandeln. Ansonsten aber alles, was jetzt wirklich mit größeren funktionellen Fehlstellungen verbunden ist, schicken wir auch zum Kieferorthopäden. Und ansonsten aber das gesamte andere Spektrum, Prothetik, konservierende Behandlung, die chirurgischen Patienten decken wir hier in der Praxis ab. Aber so das Thema herausnehmbare Zähne, das ist... Haben wir tatsächlich wenig. Also haben wir nicht, weil das nicht gut funktioniert, aber weil einfach der Anspruch und das Klientel da anders ist als bei uns. Also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben 2 Totalprothesen gemacht, so mit Kunststoff, wie man das jetzt so kennt früher, die man dann irgendwie nachts rausnimmt, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Und ansonsten versorgen wir eigentlich mehr oder weniger alles festsitzend. Jetzt versorgen Sie ja auch zum Teil Patienten, wo man sagt, das ist ja fast wie ein Wunder. wo man wirklich dann das erste Mal zu Hause dann oder ins Bett geht und denkt, Mensch, ich habe feste Zähne. Das ist ja schon ein unglaubliches Selbstbewusstsein, was man da plötzlich spürt. Ja, und tatsächlich ist das ja wirklich auch ein Lebensgefühl. Ja. Also ist ja nicht so, dass man jetzt ohne Zähne nicht sein kann. Ein gesundes Herz und 2 Beine sind sicherlich wichtiger als die Zähne. Aber trotz alledem glaube ich jetzt sowohl schöne Zähne, aber eben auch primär funktionierende Zähne, die nicht wehtun, die entzündungsfrei sind. Das ist ein ganz wichtiger Baustein im täglichen Wohlfühlen. Ja. Jetzt in unserer Gesellschaft sowieso, aber auch schon immer. Ja. Lass uns doch mal ein bisschen über die Zahnpflege reden. Also das ist ja, man denkt oft, hätte ich doch ein bisschen öfters geputzt oder so, blieb mir einiges dann später erspart. Wie wichtig ist so die Zahnhygiene? Also sehr wichtig natürlich und da ist auch inzwischen aufklärungsmäßig ganz, ganz viel passiert. Also unsere Patienten, sagen wir mal die mit der allerbesten Mundhygiene und die wirklich gut instruiert sind, kommen trotzdem mindestens 2-mal im Jahr zur professionellen Zahnreinigung. Wir haben 3 Kollegen, die wirklich sich damit nur beschäftigen und dementsprechend auch weitergebildet sind. Die Kinder heutzutage sind ernährungstechnisch ganz anders aufgestellt. Die Eltern sind dahinter, die pflegen. Ich bin ja seit 23 Jahren hier in der Praxis und kenne dadurch auch schon junge Patienten, die ich im Prinzip als Kinder oder als Teenager kennengelernt habe, jetzt als erwachsene Patienten. Und es ist verrückt, da sind manchmal jemand 30, 35 und hat noch nichts. Hat keine Füllung, hat nichts, ist also gut aufgestellt, hat gut gepflegt, ist gut vom Elternhaus eingestellt und natürlich von unserer Prophylaxe auch dementsprechend instruiert, dass sie gut pflegen. Und das zahlt sich aus tatsächlich. Ja. Da muss man natürlich auch sagen, es gibt ja gewisse Erkrankungen, die durch Parodontitis kommen, also eben im Herz-Kreislauf-Bereich. Also es ist schon immer wichtig, dass man auch sein Zahnfleisch gut im Griff hat. Ja? Also sehr wichtig. Da gibt es wirklich viele Zusammenhänge, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes beispielsweise, auch Schwangerschaft. Also da gibt es sehr viele Zusammenhänge und dementsprechend müssen die Patienten auch eingestellt werden, dass die Pflege passt, dass eben keine Zahnfleischentzündung da sind, dass das Parodontium, also das Zahnbett, der Zahnhalteapparat in Ordnung ist und gut gepflegt wird. Klar. Man merkt bei Ihnen und bei Ihrem Team, merkt man so die Freude. Ach schön. Ja, so einfach ja, man ja, das Gefühl, dass das irgendwie ist, so, da ist Lebensfreude das da. Das ist total schön, dass Sie das sagen. Dass man das Gefühl hat, der Job ist das Hobby irgendwie, ja? Ja. Ist das so, oder? Naja, also das Hobby ist natürlich auch was Feines, was jetzt außerhalb vom Beruf ist, aber tatsächlich gehe ich wirklich, also ich kann jetzt ja nur für mich persönlich sprechen, sehr gerne zur Arbeit. Jeden Tag, ich habe auch gerne Urlaub, aber ich glaube, müsste ich mal meinen Mann fragen. Es gab noch keinen Urlaub, wo ich jetzt irgendwie gesagt habe, oh, jetzt ist der schon wieder rum und morgen muss ich wieder an die Arbeit. Nee, tatsächlich mache ich das nach wie vor sehr gern. Der Umgang, gerade eben diese jahrelange Bindung an die Patienten, die man jetzt schon kennt und das Persönliche, das ist sehr, sehr schön. Das ist schön, was Sie sagen, Frau Dr. Sondermeier, weil das Persönliche, also ich berate ja manche Unternehmen. Und wenn dann irgendwie jemand der Kunden, also Sie haben ja Patienten, aber ich sage jetzt mal im Kundengeschäft, wenn jemand sagt, ja, aber ich war jetzt woanders und dann sagt eben dieser Betreuer, den ich jetzt gerade meine, dann sagt er, ja, das mag vielleicht dort für Sie schöner sein, aber Sie verlieren mich.
Und so ist es ja auch. Ein guter Zahnarzt, den wechselt man nicht. Das stimmt. Sondern das ist eine lebenslange Begleitung, kann man sagen. Also es ist schon Vertrauensperson, weil gerade alles im Kopf und gerade der Zahnarzt ist ja sehr negativ behaftet. Ist ja, die Leute haben ja wirklich oft Angst und fühlen sich hier unwohl. Und das ist ein unheimlich schönes Gefühl, wenn man merkt, man kann das den Patienten nehmen. Also ich habe ja sehr lange Behandlungen, häufig die Wurzelkanalbehandlung 2-2,5 Stunden. Und tatsächlich betrachte ich das als absolutes Privileg oder als, sagen wir mal, als Kompliment, wenn die Patienten einschlafen. Das kann sich keiner vorstellen, häufig, weil ja alles angstbehaftet ist, aber dann arbeitet man, dann wird es ruhig. Das ist der Vertrauensschlaf. Total, ja. Das finde ich wirklich toll, wenn wir dann so merken, okay, jetzt langsam entspannt sich der Patient und kommt runter. Wie ist es denn bei Ihnen? Meine, Sie haben wunderschöne Zähne, aber wie ist es dann bei Ihnen, wenn Sie zum Zahnarzt gehen? Haben Sie da auch, Angst? Ganz schlimm, ja. Also es ist was ganz anderes, wenn ich auf Ihrer Seite des Stuhls sitze. Ich empfinde das als extrem unangenehm, die Zahnreinigung schon. Aber tatsächlich ist es gut, das ab und zu wirklich selber auch zu erleben, um zu sehen, wie unangenehm ist es, die Kälte, kann man noch irgendwas machen, kann man das Wasser vorwärmen, kann man dem Patienten sagen, so jetzt mache ich das und das, das beruhigt ja auch oft. Und das ist schon wichtig, dass man das ab und zu selber merkt, wie es ist eben auf dieser Seite der Stufe. Was ja schön ist bei Ihnen in der Praxis, wenn eben einfach mal größere Eingriffe passieren, man hat das Gefühl, wenn irgendwie eine Frage ist, man kann anrufen, man kann auch übers Wochenende anrufen, man hat die Handynummer und oder Sie rufen an und sagen, na, wie geht's und so. Und Sie fühlen mit. Tatsächlich ist uns das auch wirklich die Nachsorge sehr wichtig. Ja. Alle OPs werden angerufen am nächsten Tag. Wenn ich Überweisungspatienten habe, kümmere ich mich drum, lasse dann nachfragen, wie es denen geht. Also das ist, finde ich, gehört zu einem, ist es nicht selbstverständlich, aber es gehört zu einem guten Standard dazu, dass man sich dann hinterher auch kümmert und fragt, ob alles so abgelaufen ist, wie man sich das vorstellt. Jetzt, ich hatte es schon mit Ihrer Frau Ott besprochen, durch die Videokonferenzen sind manche Menschen irgendwie gesagt, meine Zähne stimmen nicht. Das hat irgendwie so einen kleinen Push gegeben für die Zahnärzte, dass man sagt, ich glaube, ich muss doch mal was machen mit meinen Zähnen. Ja, das stimmt. Da hat sich tatsächlich jetzt zu Corona-Zeiten, so schlimm wie das am Anfang mit der Isolation war, hat sich schon auch ein bisschen was getan, dass die Leute da bewusster wurden, dass sie auch mal Zeit hatten, darauf zu achten. Im Zweifel auch in den ersten Pandemiejahren konnte man nicht wegfahren, dann haben die Leute sich das so ein bisschen zu Herzen genommen. Das ist richtig. Jetzt, Frau Dr. Sondermeier, was ich sehr gut finde in Ihrer Praxis, dass Sie eben einfach Spezialisten auch haben. Sie sind so eine Spezialistin, so eine tolle Ärztin für Zahnwurzelbehandlung, aber auch für kosmetische Dinge. Aber jetzt gibt es ja den Zahnchirurgen, den Dr. Hinz. Der Dr. Hinz, der ist heute auch da? Der ist heute auch da, genau. Ich glaube, der ist auch jetzt gerade in der OP. Der ist da. Dann gehe ich jetzt zu ihm. Sehr gerne. Ja, Herr Dr. Hinz, Sie sind zuständig für die medizinische Abteilung mit Chirurgie, kann man sagen. Sie sind Implantologe. Und Sie sind auch zuständig fürs Zahnfleisch. Genau. Wie wird man sowas? Also das ist ein etwas längerer Weg. Also ich komme eigentlich aus München. In München geboren, glaube ich. München geboren. Bin dann nach dem Abitur in die USA gegangen, ins College. Da ist dann der ganze Studienaufbau so ein bisschen anders wie in Deutschland, wo man ja gleich nach dem Gymnasium Zahnmedizin oder Humanmedizin studiert. Dort geht man erst ins College für 4 Jahre. Das habe ich gemacht in Kalifornien. Wieso kamen Sie auf die Idee, nach USA zu gehen? Das war meine erste richtige Liebe. Liebe, okay. Ja. Wunderbar. Ich bin in die USA gezogen und meine Eltern haben Ja gesagt und dann bin ich halt dann ins College gekommen. Und lief es dort ganz gut. Dann habe ich mich beworben für Zahnmedizin und dann bin ich nach Harvard gekommen. Das war ein relativ aufwendiges Auswahlverfahren und so. Und, und dann war ich dort für 4 Jahre, das ist dann in Boston gewesen, da habe ich Zahnmedizin studiert, war dann auch nochmal 4 Jahre in Stockholm, habe noch einen extra Doktor dort gemacht, bin dann wieder zurück nach Harvard und dann ist das in den USA so, dass es dann eben diese ganzen
diese Fachzahnbereiche gibt. Ja. Und da kann man sich dann eben weiter ausbilden. Mhm. Das habe ich dann gemacht an der UCLA in Los Angeles. Mhm. Also wieder zurück nach Kalifornien, diesmal aber im Süden von Kalifornien, eine ganz andere Mentalität und auch wettermäßig. Es war aber wirklich sehr, sehr schön. Und dann bin ich zurück nach Europa. Mhm. Ja. Es ist ja so, das Thema Parodontologie, das ist ja ganz, ganz wichtig. Mhm. Also die Zähne, wenn sie ein bisschen zu wackeln anfangen, dann ist es ja schon meistens zu spät. Aber Sie machen wahrscheinlich auch Knochenaufbau? Genau, also die Therapie kann man eigentlich in eine nicht-chirurgische Therapie aufteilen, eine chirurgische. Die nicht-chirurgische, also das ist einfach eine Reinigung, wir nennen das oft Scalian Root Planing, also wo einfach in der Zahnwurzel entlang gereinigt wird, meistens unter Lokalanästhesie. Wenn das nicht ausreicht, dann gibt es chirurgische Methoden, wie man diesen Zahnknochen, der eigentlich verloren gegangen ist, wieder aufbauen kann. Es geht allerdings auch nicht immer. Ich würde mal sagen, das Hauptziel der Parodontologie ist das, dass man versucht, wenn es geht, den Knochen wieder zurückzubekommen oder das Ganze halt diesen Knochenabbau zu stoppen. Ja. Jetzt ist es aber so, Sie machen natürlich auch Implantate. Da ist ja unglaublich viel passiert. Also es gibt ja Implantate so von 2,5 Millimeter oder die, wenn man nicht mehr so viel Knochen hat, speziell im Unterkiefer oder so. Ja. Wie holen Sie sich da die neuesten Dinge? Natürlich auch USA ist da führend, die Schweiz ist führend wahrscheinlich. Also ist, auch in Deutschland gibt es sehr, sehr viele gute, wie soll man sagen, Zentren, wenn Sie so wollen. Aber man muss sich natürlich nach außen hin offen zeigen. Ja. Wenn man nur zu Hause sitzt, Corona hat das Ganze natürlich etwas erschwert. Wir konnten eigentlich 2 Jahre lang keine richtigen Kongresse abhalten. Die wurden dann eher nur online angeboten. Aber das ist der Kongress so, wenn dort Kollegen Sachen zeigen und so weiter, das ist mal ein Teil. Und man tauscht sich eben auch aus. Mhm. Ja. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Komponente, wo man seine eigenen Erfahrungen auch so ein bisschen widerspiegeln kann oder ein bisschen kritisch sich selbst gegenüber sein kann. Ich muss ganz ehrlich von mir kann ich behaupten, dass ich eigentlich nie zufrieden bin, weil es einfach auch extrem schwer ist. Ja? Man hat einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selbst und es gilt halt immer, dass Beste herauszuholen, aber in meinen Augen geht es auch immer noch ein bisschen besser. Naja, schön, schön. Also einfach auch hungrig zu sein, genau. Dass man noch sich verbessert, einfach nicht stehen bleibt. Ja. Was wirklich wunderbar ist hier in der Praxis, dass Sie sich die Gebiete wirklich aufteilen, also auch mit Frau Dr. Sondermeier und Sie. Und man merkt aber auch, dass da so eine richtige Synergie fließt. Ja. Genau, das ist etwas, was man im Ausland eigentlich besonders, möchte ich mal die Schweiz, die USA und auch Schweden und so weiter hervorheben, weil es dort eben auch diese ganzen Fachzahnärzte gibt eigentlich, die etablierten Gesellschaften und auch Zahnärzte, die sich dann wirklich nur auf dieses Teilgebiet spezialisiert haben. Und das finde ich so schön in dieser Praxis, dass wir, wie Sie schon gesagt haben, dass wir uns das aufteilen. Viele Patienten tun sich da ein bisschen schwer. Wieso machen Sie denn das nicht? Und sage ich, hören Sie, wenn Sie italienisch essen gehen wollen, gehen Sie zu einem Italiener, der nur italienisch kocht. So ist es bei uns auch. Ja. Das Gute ist halt, dass wir auch permanent uns austauschen können. Wenn man jetzt nicht an der gleichen Stelle wäre, dann würde man sich schon wieder ein bisschen schwieriger tun. Die Kommunikation ist auch sehr, sehr naja. Und gerade eben diese Teilung, dass man eben sagt, einmal das Thema schon chirurgisch und einmal das Thema ästhetisch, das normale, die normale Zahnheilkunde. Und was mir so gefällt, also wie gesagt, ich oute mich gerne, also ich bin gerne bei Ihnen Patient, weil Sie auch so, genauso wie die Frau Dr. Sondermeier, Sie haben so ein Gefühl. Also wenn Sie rangehen ich sage jetzt mal ein einfaches Beispiel, es gibt Ärzte, die sagen, bei der Blutabnahme, beim Check-up oder so, da gibt es Ärzte, die sagen, jetzt kommt ein kleiner Pieks.
Mhm. Und dann gibt es Ärzte, die sagen nichts. Mhm. Und dieses psychologisch für den Patienten, man hat das Gefühl, dass sie in dem Moment auch den Patienten richtig verstehen. Ja? Also ich glaube, in unserem Beruf spielt die Empathie ist eine Megarolle. Megarolle. A und O. Also das Gefühl, ja. Also. Weil ich muss mich auch ein bisschen in die Ängste des Patienten hineinversetzen. Und ich muss sagen, ich bin selber, ich gehe sehr gerne zum, sehr, das war ein freudscher Versprecher jetzt, ich gehe sehr ungern zum Zahnarzt. Ja. Ich glaube, ich bin deshalb Zahnarzt geworden, weil ich gedacht habe, ich muss da nicht zum Zahnarzt gehen. Genau. Stimmt nicht. Aber auch ein bisschen Angst, wenn Sie beim Zahnarzt sind? Ja, total. Also da sind meine Hände gleich nass. Und das hat sich, muss ich sagen, auch in den Jahren so ein bisschen verstärkt. Nicht, weil ich so schlechte Erfahrungen gemacht habe, sondern weil man irgendwie... Ja, weil man ständig auch vorsichtig sein will, dass der Patient nicht zu... Und ich muss aber sagen, das hilft mir auch so ein bisschen, dann immer wieder auch fürs Verständnis, daran zu erinnern, dass das nicht nur jetzt, wir machen das jetzt mal, sondern einfach auch nachfragen und genau erklären, was jetzt auch passiert. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich als Patient jemanden ausgeliefert fühlt. Also das ist gut. Jetzt ist es ja so, es gibt ja dieses, sag ich mal, Dreierfeld. Es gibt natürlich auch wiederum die Ästhetik. Wenn Sie jetzt ein Implantat setzen, das muss ja richtig sitzen, damit eben die Ästhetik dann auch stimmt. Oder dass man eben beim Lachen die linke Seite vielleicht größer sieht wie die rechte. Also da kommt es ja schon genau auf das Implantat dran. Genau. Wie spielt denn da so, ich sage jetzt mal, die KI rein oder die digitale Welt? Die digitale Welt wird immer wichtiger, halt bei uns auch. KI kann man vielleicht noch ein bisschen, das ist vielleicht eher in der Diagnostik dann schon. Oder, aber das A und O ist eigentlich die Planung. Mhm. Ja, wenn man vorher, und wir sind ja jetzt so weit, dass wir im Patienten scannen können, wir können am Computer sehr, sehr viel schon machen, können genau planen, wo was hingehört. Man nennt das in der Zahnmedizin das Backward Planning. Das heißt, man schaut zuerst, wo die ideale Position der Krone ist und danach setzt... Jetzt und natürlich auch, wie die Nerven ausschauen. Ja, weil das ist in Ihrem Job. Genau. Wenn Sie da was treffen, ist nicht so gut. Also das sind so großen Sachen, die wir halt als Zahnmediziner, wir können ja eigentlich nicht so viel anstellen, muss man mal sagen, aber es gibt eben ein paar anatomische Landmarks, die man also partout vermeiden sollte. Mhm. Ja. Ich hatte zuerst schon Frau Dr. Sondermeier dazu befragt, irgendwie, hier ist eine gute Stimmung. Aber Sie sind ja, so mal, ja, kann man fast sagen, der Hahn im Korb hier, oder? Ja, also dessen war ich mir gar nicht so bewusst, aber lauter Damen, ich habe da mal rumgeschaut. Ich bin tatsächlich der einzige Vertreter, männliche Vertreter. Ja. Ich glaube, das spiegelt aber auch so ein bisschen so die Tendenzen jetzt wieder in der Zahnmedizin. Ja. Wenn Sie sich mal anschauen, wie viele Studentinnen es gibt und wie viel im Verhältnis Studenten, dann kippt das definitiv. Und es sind richtig gut, die Damen. Gell? Also das merkt man. Ja, also, mir macht es echt Spaß, hier zu arbeiten. Schön. Ja, schön. Jetzt, wenn wir mal so reingehen in das Gebiet, was Sie abdecken. Da gibt es ja auch dann, sagen wir mal, OPs, die länger gehen, oder? Machen Sie auch Vollnarkose? Also ich bin eigentlich ein großer Befürworter, dass man das so schmerzfrei natürlich macht. Das ist mal die lokale Anästhesie natürlich, wie Sie vorhin auch schon gesagt haben, vielleicht piekst es, also man muss das kommunizieren. Aber dann, wenn es länger dauert, dann glaube ich, können wir heutzutage auch gerne mal eine Vollnarkose oder zumindest eine Sedierung, so eine Art Dämmerschlaf. Das lässt sich alles bewerkstelligen und dazu sind wir hier auch in der Praxis. In der Lage. Dann haben Sie auch einen Anästhesisten, oder? Genau. Das wird dann in Zusammenarbeit mit einem Anästhesisten gemacht. Ja. Ja. Jetzt verstehen Sie ja dann auch hin und wieder etwas von dicken Backen. Aber da kann man natürlich mit Kühlen unglaublich viel im ersten Bereich schon... Genau, also jetzt die dicke Backe, Sie meinen nach einem zahnärztlichen Eingriff. Genau. Es gibt da auch noch Medikamente, die man eben zusätzlich noch nehmen kann, die wir verschreiben, die so ein bisschen diese Entzündungstendenzen ein bisschen abschwächen.
Wichtig ist halt, dass man die Seite dann schont und auch man kann sie die ersten 24 Stunden kühlen. Ja. Danach hilft das Kühlen eigentlich nichts mehr. Ja. Aber dennoch, was ja schön ist, dass man dann den Anruf erhält. Das ist, finde ich, in meinen Augen auch extrem wichtig, dass wir Ihnen als Praxis dann auch nochmal anrufen und fragen, wie es jemandem genau. Also das gehört einfach dazu. Herr Dr. Hinz, vielen Dank für das schöne Gespräch. Gerne, also gerne. Haben wir wieder einiges wirklich dazugelernt. Super. Ja, liebe Zuschauer, das war's schon zum Thema Motivation, Gesundheit. Diesmal ging es um die Zähne, die im Zentrum stehen, hier in unmittelbarer Nähe des Marienplatz. Eine wunderbare Institution hier. Ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Motivations-Gesundheitstalk. Bis dahin, schön gesund bleiben. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy.